Okay, ich bin beim Bett und ich liege im Bett. Hudi, hudi, hudi. Alter, weiß einer von euch, wieso dieses Markenzeichen vom Schlafen dieses ZZZ ist? Nein. Das ist eigentlich richtig behindert, Alter. Weißt du's? Nö, deswegen frage ich ja. Hätte ich weiß es. Er hat jetzt jemanden einen Zaubertisch? Weil angeblich immer Leute so schnarchen. Warte mal, Tobi. Tobi, ich komme. Angeblich schlafen Leute so. Ja, du kannst eh noch nicht verzaubern. Ey Leute, Bayern verliert 4-1 gegen Borussia Mönchengladbach. Pro 7 live. Bist du dicht? Ich würde sagen, die spielen gegen Leverkusen. Vor allem so, bist du dicht? Hacke dicht. Dichter als Dichter. Goethe Dichter. Dichter als Goethe. Der Goethe war ein Dichter. Deine Mutter war ein Dichter. Deine Mutter war ein Dichtungsring. Egal wie dicht du bist, der Ring ist dichter. Dichtungsring. Egal wie dicht du bist, deine Mutter ist dichter. Get low. Egal wie viele CDs du hast, ich hab mehr CDs. Ich hab mehr CDs. Oh. Mercedes. Ah, get it. Mercedes. Alter, wie hier nur noch keine Eichenbäume, hier stehen nur noch Birkenbäume rum. Ja, hier drüben, musst du auf die andere Seite vom Fluss, hier sind noch so viele Eichenbäume. Ja, ja, nee, ich hab hier noch. Ich grab jetzt von oben runter. Vor allem, weil es auch in Real Life geht. Ich hack einfach einen Baum von oben ab. Get low. Genauso get wie von unten hoch. Low. Während der Baum in der Luft noch schwebt. Schwebt. Stell dir mal vor, es gibt Minecraft 2, so eine ultra realistische Animationszeug. Nee, das würde ich nicht spielen. Das wäre doch mal richtig brutal. Ich würde das nicht spielen, ganz ehrlich. Es gibt ja auch bald eine neue Version von Happy Wheels. Ich muss scheißen. Und Terraria 2 wollen sie auch machen. Ich habe Terraria habe ich schon seit vielleicht einem Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe es noch nie gespielt. Geh dich vergraben. Terraria ist aber eigentlich schon richtig cool, ne? Ich hab das mal gezockt und hing da echt ewig. Richtig lange. Hat jemand von euch schon Kürbisse? Sehe ich so aus? Ja, ich. Ja, ich habe jetzt auch einen gefunden. Cool. Ich gehe mal eben auf Vorratsdatenspeicherung. Essen farm, Holz farm. Ich freue mich echt schon voll auf die Gamescom. Ich freue mich voll auf die Togo-Tour, Alter. Ja, wir reißen den einfach so hinterher. Weißt du, wie so ein Wanderzirkus, Alter. Stell dir mal vor, die haben da so ein Schlagzeug dabei, weißt du, so für so eine Band oder so, ne? Bei denen treten auch immer diese Bands auf der Bühne. Echt? Und dann, weißt du, stell dir vor, die haben so einen Tourbus oder die haben halt so zwei Laster, wo halt ihr ganzes Equip drin steht. Und dann haben die da ein Laster, wo so eine, halt immer die Fresse, so eine Kicktrommel von so einem, von einem Schlagzeug drin ist, ne? Die Kick, die wo du mit dem Fuß trittst, damit so ein Bass drin entsteht. Wir machen einfach die eine Seite auf und einer legt sich da rein, dann machen wir das Ding wieder zu und legen das Ding so in den Laster rein und schmuggeln uns so die ganze Zeit mit. Ja. Als ob, Alter. Weißt du, woher ich die Idee hab? Ich hab mal damals auf Super RTL wegen rumgesappt. Ein bisschen rumgeschaltet und weißt du, was rauskam? Ich hab Freunde für alle Fälle und da war in so einem Cello-Koffer der eine Typ drin. Nein, da kam Hannah Montana und da hat es einer gemacht. Ich jetzt. Ja. Ich hab mir gesagt, hey, was ist das? Ach ja, Hannah Montana. Guck ich so. Vor allem kommt der eine aus so einer Trommel raus, denk mir so, what the fuck? Gamer Let's Play guckt Hannah Montana. What's up? 5. Oh geil, kann ich ja Ziele benutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Extrablatt, wahnsinniger terrorisiert Bikini-Bottom. Geister. Weißbrot. Weißbrot. Mann, ich such das jetzt, weil ich vorhin ein Bild gesehen habe, wo irgendwie 5 Leute so sagen, Geister, und der hilft dir da, zeigt auf dieses Brot und sagt, Weißbrot. Weißt du, der zeigt da so voll geil drauf, so, Weißbrot. Vor allem, weil er nicht mal Finger hat und er zeigt da drauf, ne? Das ist einfach so eine komische Forelle, so ein komischer SpongeBob. So ein blauer Fisch, Alter. Vor allem so SpongeBob, Weißbrot. Weißbrot. Weißbrot.
Geister, Geister! Und alle so, Geister, Geister, Weißbrot. Alter, what the fuck. Zu einer neuen Folge. Geister, Geister, Geister. Geister. Und das ist Olaf. Er zeigt auf dieses Weißbrot und das ist Olaf. Ja, diese Folge ist auch geil. LOL! Wie geil das geschnitten war. Das ist Olaf. Weißbrot. Was ist denn das? Wow. Was ein Scheiß. Dieses Weißbrot. Alter, ich kann nicht mehr. Alter, ich hock hier. Weißbrot und Schwarzbrot, Alter. Voll rassistisch. Buff dich. Backfisch? Buff dich. So, Backfisch. Tokotour. Ja, Leute, wir gehen auf die Tokotour. Wo werden wir denn? Das wird unser erstes großes Fan-Treffen, Alter. Ja! Bis dahin haben wir so 1000 Abonnenten erreicht, weil unser Projekt so mega bekannt ist. Ja! Ah, schön, wenn man immer Witze über sich selbst machen kann. Ja, deine Mutter. Weil man weiß, man kriegt sowieso nicht so viele Abonnenten, weil man eh so vorher aufhört. Ja, die Schule hat jetzt angefangen. Ja, wir können nicht mehr. Ja, Prüfungen und so. Ja, aber ist echt voll scheiße. Ja, aber ich finde es übel geil, wie Vasitur das trotzdem noch macht, ne? Voll der crazy shit Typ. Alter. Weißbrot. Ihr habt das bei mir gerade gleichzeitig gesagt. Vor allem, ich sag nur so, oh, das ist so geil, also, Weißbrot. 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 Oh Gott, Alter. Alter, ey, ich hab so den Lachanfall. Ja, yo, YouTube-App ist noch offen, wie geil. Map, map. Lachankrampf. Map, map. Ja. Map, map. In was für ein Video war das nochmal, Marcel? Das war in dem, wollte ich auch gerade schreiben, Video. Geister! Ah. Das ist da, wo er vom Surfbrett runterfliegt. Geister! 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 Alter, da haben die sich so einen geilen Gag überlebt. Überlegt. Überlebt? Kennt ihr die Folge, wo die mit da ist es mal gescheit. Wo die was? Wo die in einem Matratzenladen drin sind. Und da sind irgendwie so 10.000 Matratzen oder so. Und dann fragt SpongeBob, was meinst du, Patrick? Wie viele Matratzen sind das? Er guckt sich so um. 10. So behindert, Alter. Nailed it. Matratzen. Warte. SpongeBob, Matratzen. Ah, das ist so geil mit der Kugel. Kein Problem, Kumpel. Ich wollte schon immer mal in einen Matratzenmarkt. Lebensziel. Wow. So viele Matratzen habe ich noch nie gesehen. Diese Musik, was Alter. Meinst du, wie viele die ist so geil, einfach. Da können wir das. Wie so eine Fahrstuhlmelodie. Was meinst du, wie viele sind das? Zehn. Cool. Zehn. Cool. Vor allem diese Musik. Alter, warte mal kurz. Ich gebe jetzt einfach mal eine Musik noch dazu. Oh, ich habe zugehört. Wow, ich auch. Sag's doch nur. Also, das ist so eine Seltenheit, wäre wie Diamanten oder sowas. Ja, ich habe übel selten an der Welt gleich die Zuckerrohr gefunden. Okay. Ja.
What the fuck, ein SpongeBob-Lied. So, wenn es eine weitere geile Szene gibt, an die ihr euch erinnert, dann werde ich die auf jeden Fall einblenden. Ah, was meint ihr denn nicht? Hier kommt keine Wand rein. Obwohl, scheiß drauf. Wie hier, diese Folge von Minecraft einfach zu so einer SpongeBob-Lachanfall-Folge wird. Lachankrampf. Ja, Alter. Wollte ich gerade schreiben? Best ja, komm, joke lass, ever. Lass schlafen gehen. Let's go sleeping, 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 sleeping. Ich hab einfach gerade 36 Holz gesammelt und das über den ganzen Tag, Alter. Was hast du? 36 Holz gesammelt und das über den ganzen Minecraft-Tag. Du hast irgendwie noch nicht mal weitergebaut, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß, weil ich gerade Holz gesammelt habe. Ich kann dich mal kurz besuchen. Oh, wie viel Essen, Alter. Hi. Läuft. Ah, ups. Die Kiste öffnet sich nicht. Oh, Alter. Guck mal, wo ich drin bin. Ah, symmetrisch. Guck mal, ich hab meinen Hasen hinten eingesperrt, Alter. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Oh, warte mal. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. So. Da war's. Schmied, Meier, Weber, Fuhrmann. Ist der Sohn da? Heißt der echt Fuhrmann? Ja. Ich glaub schon. Warte. Schmied, Meier, Weber, Fuhrmann. Ist der Sohn da? Ja, der ist oben in seinem Zimmer. Kommt doch rein. Genau. Hi, ist Klaus da? Ja, der ist oben. Dann gehen wir schon mal rauf. Neue Stellungen ausprobieren. Ja, schön. Coole Location. Der war gut. Und sie guckt sich das nur an und denkt sich so, cool. Wo ist Klaus? Dieser animierte, dieses animierte Gesicht und dann dieses... Wo ist Klaus? Guten Tag. Hallo. Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen lieben Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Diese Werbung ist so scheiße einfach. Marcel, geh mal da weg, nicht lassen. Aber ich glaube, die hat irgendwas gebracht. Ich bin mir nur, warum hast du da einen Zaun hingeplantet? Alter, geh doch mal schlafen. Please go sleeping. Please go sleeping. Seid ihr ins Schlaf gegangen? Nein. Der Marcel ist noch nicht mal zu Hause. Natürlich, kann ich nach Hause, weil dein Creeper in meinem Haus steht. Ich muss einen Creeper erlegen. Ich habe euch hier erlegt. Fuck. Was? Ach, du Deutsche? Oh, du Deutsche, Maria, Mutter Gottes. Da ist eine Hexe. Als ob. Bei mir ist eine Hexe, ich kann gerade nicht schlafen gehen. Was macht ein Pferd auf meiner Kiste? Alter, ich finde mein Haus so sexy, Bitch. Können wir jetzt mal alle schlafen oder seid ihr schon im Bett? Ja, du hast doch... Ja, wahrscheinlich! Alter, den... Alter, das Pferd ist gerade... Deutscher Eisfußball-Pokal ist dran, ne? Was für ein Scheißding? Ja? Was? St. Pauli gegen Dortmund. In was denn? Elton gegen... Ich sag dazu immer Elton gegen John, Alter. Nein. Elton gegen Ahnung, John. Elton John. Elton gegen John. Seid ihr im Bett jetzt? Ja, ich bin ab im Battle. Ich jetzt auch. Ja, ey, den Witz hat, glaube ich, mal Stefan Raab gebracht, weil er gemeint hat, ja, morgen heißt es dann ab 20 Uhr für die Kinder ab ins Battle, weil das war so eine Sendung, ich glaube, das war Boys Kids Germany, weil die ja so ein Sing-Battle hatten dann. Und er nur so, ja, für die Kinder heißt es ab 20 Uhr dann ab ins Battle, also Bett und Battle. Das war der schlechteste Flach. Ey, Tobi, hast du eigentlich das Buch bekommen? Welches Buch? Was ich dem Clasher mitgegeben habe. Ja, ich hab's ihm gegeben. Sonst hätte ich mir noch keinen Zauber gegeben, ne?